Instagram. Da habe ich mein Deck, von da habe ich mein Deck verloren. Ah. Nein. Das war ein ganz cooler Boss, der macht halt einfach auch nur nach vorne, ne? Wissen wir, wenn wir denn hier viele Bots mitnehmen? Den dürfen wir natürlich nur eine Runde spielen, wo wir dann auch viel Attacke raushauen. Die beiden zusammen kosten 5, der kostet 3. Die beiden bringen 5. Die sind eigentlich ziemlich geil zusammen, glaube ich, von Anfang. Davon jeweils 3. Können wir fast nichts zu verteidigen. Für ohne Verteil ist dann doch manchmal über den. Wollen wir einfach nur verteidigen in der nächsten Runde? Wer ist mein Punkt, ne? Gut! Aber ein bisschen Pech mit der Hard, mit der Starthand, ne? Aber. Bam. Ausgleich! Schon mal eine gute. Das wird später gut. Wir nehmen zwei nach vorne und versuchen jetzt zu verteidigen. Vielleicht klappt es diesmal. Ach komm, ey. Oh, Pech. Oh, das gefällt mir sehr gut. In zwei Runden könnten wir ja, wir spielen jetzt mit den 3. Fünf, acht. Ich habe jetzt gerade 5, das sind noch 3 Runden. Vielleicht komme ich bis dahin ja nochmal wieder.
kommt, wir haben ja genug. Wir hätten schon 4. Geil, mit dem Hund passiert nichts. Perfekt. Boah, ist schon echt nicht so einfach hier, ey. Eine Scheißhunde. Kurz besagt, ich habe auch gar nicht gerafft, dass wir das gut. Habe ich jetzt da 7 draußen liegen? Ne? Komm. Ja, ja. Knappe Kiste, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, perfekt. Wie wird schon mal ein bisschen besser? Ich hab verloren? Sieht so aus. Gut Spiel. Ja, habe ich. Ein exzellentes Duell live. Kommen wir was für das Spiel, das du gewonnen hast? Jetzt bring auch nicht noch deine Gier hier aufs Schlachtfeld, wie. Das war jetzt nichts weiter als ein Duell um unsere Willenkraft gegeneinander antreten zu lassen. Also, daran zu denken, dass ich besiegt wurde. Aber wenn ihr wirklich einen Preis gewinnen wollt, dann es gibt einen großen Wettbewerb auf der Metallinsel. Reiche Käfer nehmen das Boot am Hafen und schauen uns dabei zu, wie wir das als Sport spielen hier, das Schlachtspiel. Der Eintritt ist teuer, aber nichts zu dem Preis, den man gewinnen kann. Moment mal, man kann Geld verdienen, indem man Karten spielt. Klingt echt nach Spaß. Können wir vielleicht auch rein? Nehmen das hier live. Wir haben eine Blank Card bekommen, eine leere Karte. Eine Karte, die wir von Carmina bekommen haben. Eine Karte. Es sollte uns damit möglich sein, die Kartenmeister von Bulgaria gegenüberzutreten. Wenn ihr eintreten wollt, müsst ihr diese leere Karte auffüllen. Sucht nach den 4 Kartenmeistern, die überall in Bulgaria versteckt sind. Das ist alles, was ich sagen kann. Können wir vielleicht noch einen Tipp haben? Ich meine, Bulgaria ist ganz schön groß. Oder Bulgaria. Sicher, warum nicht? Der erste Kartenmeister ist alt. Schickel! Ja, das ist wirklich schon ein guter Tipp, da habe ich mir schon Vermutung. Hey, lass uns schauen, wo er ist. Wir müssen Preis gewinnen. Also, du kannst ruhig den Preis behalten. Wir spielen allein und für Ehre. Und denk noch an die Mission. Okay, that's that. Status Booster.
Poison Defender. Die Frage, wechselt der das Angebot hier auch nochmal? Kann man irgendwie wechseln? Ah. Now that's what we're talking about. Die packe ich beide ein. Was? Hey, Moment. Gibt mehr Erfahrung nach dem Kampf, aber reduziert den Angriff der ganzen Gruppe um 1. Das ist ja fast genau das gleiche wie Hard Mode. Pack sie trotzdem mal ein. Power Exchange. Boost the attack by 1, but also is it. Okay, nehmen wir auch noch mit. Das ist wieder hier für ein Giftbild. Aber jetzt will ich nochmal hier die Herzmedaille möchte ich haben, bitte. Danke. Oh, jetzt müssen wir erstmal ein paar, Oh, mehr hat er auch gar nicht. Okay, noch drei hat er noch. Habe ich noch zufälligerweise 2 Punkte übrig? Natürlich nicht. XP kostet nur einen, immerhin. Pro Action kostet 5. Wenn mir das jemand geben, der hinten steht, wäre das wieder ganz cool. Die Nord ist einfach super zum Rumlaufen, die lasse ich auf jeden Fall drin. Ich bin natürlich auch vor jedem Kampf, aber das wird nicht hinhauen, das wissen wir jetzt schon. Crazy Prepare finde ich eigentlich auch so stark. Aber vielleicht tun wir die erstmal. Ich würde die fast gerne wie nochmal anziehen, sofort. Ralf steht meistens eh hinten, der hat noch den Superblock-Dings. Wie den und Cabo den. Ja. Aber erstmal müssen wir, brauchen wir TP-Punkte jetzt in den nächsten Leveln. Ja, die Bounties, ey. Der Aurora. Da haben wir aber den noch nicht gefunden gehabt, ne? Die möchte ein Accessory von The Bee Königreich. Tangy Berry. Haben wir Crispy schon gefragt, was der braucht? Noch hier voll im, Dingens waren, im Sidequest waren. Ich würde sagen, aber bleiben wir auch erstmal. Wie war das denn nochmal mit der. Mit der Beere in der Wüste. Dieser Status erhöhen. Kostet die 100? Weil ich weiß, ob ihr auch holen wollt.
Storymäßig müssen wir jetzt erstmal zu einer Audienz bei der Königin absolvieren, damit es weitergeht. Können wir hier nochmal die Quest gucken? In den goldenen Hügeln sollen wir sie treffen. Goldener Pfad, goldene Siedlung, goldene Hügel sind doch oben, das Ding. Rüber. Okay. Ah, Moment mal, bevor wir das machen, genau, gucken wir uns erstmal den Kartenmeister an. Ich habe nämlich eine Ahnung, welcher denn der erste ist. Und hier, die haben nämlich jetzt hier die geilen... Was immer alles hier reduzieren muss, ey. Ist auch eine geile Medaille, ey. Zwar ein Angriff runter, aber dafür halt Heil, Lifestyle, ey. Uff, 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 uff. Ich wollte hüpfen. Nein, hallo. Was? Rennen, meine ich. Ich zahle eben 95, sind ja doch wieder ganz schön was. Ich zahle eben die Kohle ein, damit wir auch schön unsere Zinsen kriegen. Wir haben nur 76, ich kann lieber, ja, Gott. Rein damit. Habe ich jetzt... Nee. Wollte doch gar nicht da rein. Ja, live, beruhig dich. Wie schlitzt denn den Kurzbild? Waren wir hier oben schon? Ja, ne? Okay, mir ist gerade nur irgendwie... im Augenwinkel dieser Pilz da aufgefallen. Deswegen war ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. So, denn beim Thema alt ist mir eigentlich nur eine Person eingefallen, die explizit als alt bezeichnet wurde, abgesehen von Live. Den meine ich nicht. Wie gesagt, alle Medaillen, die man von dem bekommen würde, für die Hard Boss Kills umsonst, kann man sich auch halt von der Karawane kaufen. Oh, hallo. Team Nutzlecker. Kratos, die Layla, wie geht's euch? Ah, Team Schlangenmund. Ah. Mein Gott. Uns geht's gut. Ja, wir waren gerade hier die Außenbereiche nach Geheimnissen am Durchsuchen. Ja, es scheint so ein Platz geben, an dem Saatlinge sich zusammen zeigen. Allerdings muss man dafür den Fluss überqueren, um sie zu erreichen. Ja, in der Tat. Allerdings haben wir keine Zeit, um den zu überqueren. Es warten noch viele weitere Geheimnisse darauf, entdeckt zu werden. Also werdet ihr diese Gegend einfach unberührt lassen? Nun, zieht es doch einfach als Möglichkeit für euch ein, darüber mehr rauszufinden. Nebenbei, ich habe auch gehört, dass der Saatlingshimmel ein großer Platz ist, um goldene
Saatlinge zu farmen. Allerdings solltet ihr trotzdem vorsichtig sein. Goldene Saatlinge sind wirklich stark und sollten nicht unterschätzt werden. Allerdings sind sie auch bekannt dafür, seltene Beeren zu tragen. Also ist es eure Entscheidung, wirklich empfindlich. Nun ja, wisst ihr, ich kann einfach nicht Nein sagen zu Schätzen. Dankeschön für den Tipp. Kein Problem. Also dann bleibt mal bitte, bleibt sicher. Entschuldigung.